dust you will decay, so soll es sein. Hier sind Schelke und Assi von Angel Dust, die ihr jetzt gerade im Video gesehen habt. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Euch gibt es seit 1985, ihr kommt aus Dortmund und habt dieses Album jetzt veröffentlicht, To Dust You Will Decay. Das war der Titelsong, den wir gerade gehört und gesehen haben. Aber das wird von euch immer als zweite Debüt-LP bezeichnet. Warum? Ja, es hat 2 Jahre gedauert, bis das Ding endlich draußen war. Und da muss man schon zugeben, dass es irgendwo wieder ein Debütalbum ist, weil auch eine vollkommen neue Besetzung eigentlich da ist. Die maßgebenden Leute sind eben neu, die beiden Gitarristen und ich als Sänger. Und da ist es schon irgendwo wieder ein Debüt. Ja, jetzt habt ihr ja einen ganz großen oder nicht unbekannten Namen, nämlich der Kid Wolfen. Wie ist es dazu gekommen? Der stand eigentlich seit der ersten LP in Kontakt mit der Band und mit der Plattenfirma und hat sich eigentlich immer für die Band interessiert, hat sich immer Demos kommen lassen und wollte eigentlich aus eigenem Interesse eben die Band produzieren. Ja, vielleicht kann man noch dazu sagen, was hat der vorher gemacht? Der hat etliche Sachen gemacht, der hat Magnum gemacht in Lizzie, der hat mit Gary Moore zusammengearbeitet, mit David Bowie glaube ich auch, Chrome Ollie hat er gemacht und auch viele andere Bands. Ne? Ja, ihr seid ja jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Bands sogenannte Profis. Also das heißt, ihr müsst nicht mehr jobben, sondern ihr lebt ausschließlich von der Musik. Er hier verzieht das Gesicht. Wieso? Ja, also Profis in dem Sinne, dass wir arbeiten professionell, aber wir haben halt nicht das Geld dafür. Also wir tun eigentlich alles für die Musik und damit es eben gut rüberkommt für unsere Fans eigentlich irgendwo. Aber wir leben nicht unbedingt wie Profis, also keine Porsches oder dicke Polo, also so ist es noch nicht. Ja, ne, das Wort Profi ist auch immer so ein bisschen missverständlich. Ja, das klingt doch vielleicht ein bisschen negativ irgendwie für einige, aber... Aber das heißt, ihr lebt hauptsächlich von und für eure Musik. Und für eben hauptsächlich. Genau. Eure Platte hat sich eigentlich ganz gut verkauft, habe ich gehört, also es lässt sich irgendwie ganz gut an. Deswegen soll es auch eine Tournee geben. Ja, also für ein Debütalbum ist es total erfreulich und irgendwo sieht es so aus, als ob die Fans uns verlangen und gerne sehen wollen. Und die Tournee ist also geplant und fest irgendwo angesagt und die wird also Mitte, Ende November starten. Deutschland und auch Europa. 14 Tage, 3 Wochen ungefähr. Im Package mit 3 anderen auch bekannten Gruppen. Aha, und weiß man schon, wer das sein wird? Nicht genau, deshalb will ich es auch jetzt nicht unbedingt an die große Glocke hängen, weil es ist noch nicht gut. Gut, aber wir kriegen die Tour-Dates sofort, ja? Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß auch definitiv, dass England dabei ist, das ist schon fest gebucht, 4 Konzerte eben Anfang Dezember. Aha. Du weißt noch was ganz anderes, was viele nicht wissen oder vielleicht wissen, nämlich unsere Quizfrage. Ihr habt uns was mitgebracht, ihr habt uns hier die CD 5-mal mitgebracht, 5-mal die LP und ja, ich zeige das hier nochmal kameragerechter. Okay, To Dust You Will Decay von Angel Dust und das gibt's zu gewinnen, aber man muss wie immer sein Postkärtchen an uns, an die Adresse, die ihr jetzt gleich seht, schreiben mit dem Stichwort Angel Dust und eine Frage beantworten und die willst du jetzt stellen, ja? Ja, ich möchte eigentlich wissen, was eigentlich jeder, der sich ein bisschen für Angel Dust interessiert, wissen müsste, nämlich welche Nationalität ich habe. Ja. Also kein Deutscher, das kann ich schon verraten. Ja, das wäre ja auch sehr leicht jetzt gewesen. Also, der Schelko, welche Nationalität, kleiner Tipp von mir, Metal Hammer Leser, können das sehr leicht erfahren. Ja, okay. Na schön. Wir haben ja noch ein Video von euch. Was werden wir sehen? Wings of an Angel. Das Wings ist unser of an Angel. Zweiter Clip. Mhm, genau. Den sehen wir jetzt. Freuen wir uns drauf. Schön, dass ihr da wart. Also dann wünsche ich euch, dass es so weitergeht wie bisher. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.